Hey meine neugierigen Freunde, die Rover, die wir bisher auf den Mars geschickt haben, haben immer mal wieder erstaunliche Fotos von der Marsoberfläche aufgenommen und zur Erde geschickt. Und manche davon zeigen seltsame Steine oder Gesteinsformationen, die teilweise zu optischen Täuschungen führen oder die unser Gehirn als etwas Bekanntes interpretiert. Das Ganze wird als Pareidolie bezeichnet. Beim Stein auf dem linken Foto scheint es sich zum Beispiel um einen Knochen zu handeln, während die Gesteinsformation auf dem rechten Foto aussieht wie ein Löffel. Beide Aufnahmen stammen vom Mars Rover Curiosity. Auch in einer der neuesten Aufnahmen des Mars Rovers Perseverance, der erst seit Februar 2021 im Jezero-Krater unterwegs ist, um nach Spuren von Leben zu suchen, sehen wir etwas Seltsames. Dieser Stein hier scheint tatsächlich leicht über dem Boden zu schweben, denn sein eigener Schatten wird direkt unter ihn geworfen. Es gibt noch eine zweite Aufnahme von diesem Stein. Hier ist er weiter oben im Bild zu sehen, doch auch hier zeigen sich uns dieselben Schattenwürfe. Was könnte hier also die Ursache sein? Dass der Stein auf einem anderen Stein exakt so zum Liegen gekommen ist, dass er ausbalanciert ist, erscheint aufgrund der starken Sandstürme, die es häufig auf dem Mars gibt, als sehr unwahrscheinlich. Aber es sind genau die Sandstürme, die für diesen Stein verantwortlich sein könnten. Denn ihre abrasive Wirkung kann dazu führen, dass Gesteinsmaterial im Laufe von vielen Jahren nach und nach abgetragen wird. Wenn nun ein Gesteinsbrocken unterschiedlich harte Gesteinsschichten in sich aufweist, dann werden die weicheren Schichten zuerst abgetragen. Das kann dazu führen, dass er sich an einer Stelle stark verjüngt. Es entsteht dann eine Gesteinsformation mit einem bauchigen Teil, der scheinbar auf dem unteren Teil balanciert. In Wahrheit sind die beiden Teile aber noch fest miteinander verbunden, wenn auch nur sehr schmal. Solche Formationen kennen wir auch von der Erde. Diese als Balanced Rocks oder Balancing Rocks bezeichneten Steine entstehen durch die Witterungseinflüsse von Wind und Wasser. Da gibt es zum Beispiel den Balanced Rock im Garden of the Gods. Das ist ein etwa 5,2 Quadratkilometer großer Naturpark im US-Bundesstaat Colorado, der für seine bis zu 65 Millionen Jahre alten roten Sandsteine bekannt ist. Der Park ist ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer und Kletterer. Ein weiterer Balanced Rock ist der berühmte Idle Rock im etwa 1,8 Quadratkilometer großen Gebiet namens Brimham Rocks im Bezirk North Yorkshire in England, das für seine zu außergewöhnlichen Formen erodierten, etwa 325 Millionen Jahre alten Felsen bekannt ist. Auch dieser Felsen in der Nähe der sogenannten San Andreas-Verwerfung im US-Bundesstaat Kalifornien sieht aus, als würde er der Schwerkraft trotzen. Und das, obwohl es in diesem Gebiet oft heftige Erdbeben bis zu einer Stärke von 7,8 gibt. Schließlich driftet dort die pazifische Platte an der nordamerikanischen Platte vorbei, und das auf über 1300 Kilometern. Dieser 9 Meter lange, aus Basalt bestehende Steinpfeiler namens Tiverton Balancing Rock befindet sich auf Long Island in der kanadischen Provinz Nova Scotia und scheint auf dem darunterliegenden Felsen zu balancieren, was ihn zu einer beliebten Touristenattraktion macht. Tatsächlich ist der Pfeiler an zwei schmalen Stellen mit dem Untergrund verbunden. Wenn wir also diese Felsen zugrunde legen, und nun wieder zurück zum Stein auf dem Mars kommen, dann scheint die einzige logische Erklärung zu sein, dass es sich dabei um einen Balanced Rock handelt, der etwa in dem Bereich, den ich hier rot markiert habe, mit dem Untergrund verbunden ist. Man kann dort auch einen leichten Schattenwurf einer möglichen Verbindung erkennen. Der Felsen, mit dem der Stein verbunden ist, ist vermutlich mit Sand bedeckt. Es wäre eine geologische und demnach auch logische Erklärung. Was denkt ihr? Habt ihr eine andere Vermutung? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn ihr weitere seltsame Felsformationen auf dem Mars sehen wollt, dann kann ich euch dieses verlinkte Video hier von mir empfehlen. Ich danke euch fürs Zuhören, ich hoffe euch hat's gefallen und danke vor allem an meine Unterstützer auf Patreon und an meine Kanalmitglieder. Ihr seid meine Helden. In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Video. Ciao.